Lange ist es her, dass auf diesem Kanal Prehistoric Kingdom kam, aber jetzt wurde ein neues Update angekündigt und das sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Wir bekommen als allererstes eine neue Karte und das ist die afrikanische Savanne. Und diese bringt auch ein neues Biom mit sich. Und zwar das Graslandbiom. Dadurch kriegen wir neue Bäume, neue Gräser, neue Büsche und auch vieles mehr. Auf den Screenshots sieht man auch sicherlich schon viele neue Deko-Objekte, aber ich kann das persönlich gar nicht genau einschätzen, was hier neu ist und was wir schon im Spiel hatten, weil ich das Spiel einfach nicht regelmäßig genug gespielt habe. Außerdem bekommen wir auch insgesamt 4 neue Spezies. Da haben wir einmal den Mutaburasaurus, den Uranosaurus, mein persönliches Highlight von dem Update, den Spinosaurus. Der kann übrigens auch schwimmen, denn diese Funktion wird auch durch das Update neu hinzugefügt. Und was ich bei dem Spino auch noch besonders gut finde, ist, dass er sowohl auf 2 als auch auf 4 Beinen stehen kann. Und als 4. neue Spezies bekommen wir einen großen Fleischfresser, und zwar den Carcharodontosaurus. Außerdem wird es auch noch neue Schriftarten für die platzierbaren Buchstaben geben. Und das waren jetzt erstmal alle Änderungen, die wir so im Trailer sehen konnten. Sieht auf jeden Fall echt vielversprechend und hübsch aus. Gerade der Spinosaurus gefällt mir richtig gut. Das Ganze kommt schon in 2 Wochen, nämlich am 16. Dezember raus. Und falls ihr mehr von Prehistoric Kingdom sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, auf was ihr euch von diesem Trailer am meisten freut. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.